Willkommen zu diesem Video. Jetzt möchte ich die Chirimoya-Frucht vorstellen. Also das ist die Außenseite und das ist die Innenseite. Es ist also weiß mit vielen schwarzen Kernen und es schmeckt sehr süß. Also wir haben sehr viele davon gegessen und wir haben also inzwischen drei Bäumchen auf unserem Grundstück in Paraguay. Und weil die Früchte nicht so zu finden sind in Paraguay, habe ich diese Bäumchen eingepflanzt, werden wahrscheinlich noch mehr einpflanzen. Also uns schmeckt es sehr gut und deshalb wollen wir nicht darauf verzichten. Also diese haben wir jetzt auf Teneriffa gekauft, beziehungsweise in Festland gibt sie auch in Madrid. Und die wachsen in diesen, also auf dem Festland Spanien wachsen sie auch. Und wer solche Früchte essen möchte, dafür muss man halt in Paraguay wahrscheinlich eigene Bäumchen haben. Denn ich habe sie bis jetzt im Geschäft noch nicht gefunden. Aber zumindest wissen sie, worum es geht, wenn ich von Chirimoya spreche.